Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Und nun soll es losgehen mit Strategic Command World War I. Bevor ich gleich starten werde, noch drei kleine Hinweise vorweg. Als erstes, falls ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt ein Einleitungsvideo zu dieser Let's Play-Reihe, wo ich so ein bisschen die historischen Hintergründe, die Ausgangslage und die strategischen Probleme erläutere, mit denen vor allem die Mittelmächte zu kämpfen haben. Ich empfehle das deshalb, weil meine Erfahrung ist es, dass, wenn man diese Zusammenhänge kennt, man gleich noch mehr Spaß hat und ich glaube auch beim Zuschauen so eines Let's Plays. Außerdem werde ich das nicht mehr in dieser Ausführlichkeit während des Let's Plays erörtern. Insofern, wenn ihr meine Gedanken sozusagen gut mitverfolgen wollt, dann ist das nicht ganz unwichtig. Das zweite ist, falls ihr Lust bekommt, das selber zu spielen, dieses Spiel, das soll ja manchmal bei dem einen oder anderen passieren, aufgrund meiner Let's Plays, dann empfehle ich euch meinen Keyshop-Partner GamesPlanet. Dort gibt es dieses Spiel und auch die anderen der Reihe, also zumindest dieses Spiel, also die anderen gibt es auch. Ich weiß, dieses Spiel kostet dort jetzt 30 Euro, das heißt 12% günstiger als auf Steam derzeit. Und wenn ihr den Link nutzt in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar für euren Einkauf dort bei GamesPlanet, dann unterstützt ihr diesen Kanal und diese Form auch der Let's Plays. Ihr erhaltet dort natürlich auch einen Steam-Key und könnt es dann ganz gewohnt zu eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Das dritte, was wichtig ist, ich nutze eine Mod für die Darstellung der Einheiten, Counter, die Blue Max Mod, in der Version 1.2. Ein Link dorthin und wie ihr das installieren könnt, findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's los. Wir starten unsere Kampagne. Es gibt im Übrigen mehrere zur Auswahl. Teilweise ein bisschen mit alternative Geschichte, wo Italien auf Seiten der Mittelmächte startet oder mit kleineren Konstellationen. Zuletzt hinzugefügt die Ludendorff-Offensive, 21. März 1918, ganz am Ende des Krieges. Aber wir beginnen natürlich mit dem ganz großen, mit der großen Kampagne, die Call to Arms heißt. Ganz wichtig für uns sind die Siegbedingungen, die müssen wir uns einmal gründlich anschauen. Uns interessieren natürlich die Mittelmächte, wir spielen die Mittelmächte. Also für einen überragenden Sieg müssen wir Folgendes erreichen. Wenn zwei der Fraktionen, Frankreich, Russland und Vereinigtes Königreich, kapitulieren oder ihre nationale Moral unter 1% sinkt, dann haben wir einen überragenden Sieg. Das heißt zumeist, dass man Frankreich und Russland niederringen muss. Das Vereinigte Königreich ist doppelt und dreifach schwer, weil man da ja noch die Seehoheit haben muss, um das zu schaffen. Oder man schafft einen knappen Sieg für die Mittelmächte. Wenn am 11. November 1918 keine Seite einen überragenden Sieg errungen hat und die Mittelmächte Berlin, Wien, Konstantinopel, Paris und Warschau kontrollieren. Das wäre ein knapper Sieg, das heißt, hier ist die Mindestvoraussetzung, dass Konstantinopel gehalten ist, natürlich die eigenen Hauptstädte, und Paris zumindest genommen ist und Warschau. Das heißt, man muss sozusagen den Russen ein bisschen was weggenommen haben und man muss natürlich bis Paris vorgedrungen sein, was durchaus nicht unerheblich ist. Das behalten wir im Hinterkopf und wollen die Kampagne spielen. Wir wählen unsere Fraktion, wie gesagt, sollen es die Mittelmächte werden. Man kann tatsächlich im Spiel auch entscheiden, zum Beispiel nur ein Land zu spielen. Aber ich finde, das Komplettpaket macht es dann aus. Es war tatsächlich ein Problem im Ersten Weltkrieg, die Koordination zwischen den Verbündeten. Insofern wäre das vermutlich noch historischer, weil es war mehr ein Man müsste sagen, es war mehr ein Koalitionskrieg als ein Allianzkrieg. Es gab keinen gemeinsamen Oberbefehls, keine richtig guten koordinierten Absprachen. Das ist sozusagen ein Vorteil, den wir haben, dass jetzt alles in einer Hand liegt. Und hier geht es zum Schwierigkeitsgrad. Und ich hatte ja schon gesagt, dass die KI wirklich gut ist, wirklich herausfordernd ist in dem Spiel. Ich will die Sache aber nochmal ein bisschen verschärfen, indem ich zumindest den sozusagen zweithöchsten Schwierigkeitsgrad wähle. Es gibt noch einen höher, Experte. Wir nehmen mal Veteran. Was macht er? Und das ist wirklich interessant an dem Spiel. Er gibt dem Computer einmal +1 Sichtweite. Und das ist insofern interessant, weil wir dadurch auch erfahren, dass der Computer sich wirklich an die Sichtweite hält. Also der Computer hat auch einen Fog of War, der weiß auch nicht, wo wir Einheiten positioniert haben. Und indem er jetzt eine Sichtweite mehr bekommt, ist das schon ein erheblicher Vorteil für die Berechnung seiner Züge.
Er bekommt schnellere Erfahrung, plus 1 Erfahrung. Ich glaube, alle Einheiten starten mit +1 Erfahrung, bin nicht ganz sicher. Und er bekommt 10% mehr Produktionspunkte, kann also ein bisschen mehr neue Einheiten bauen, vielleicht ein bisschen mehr forschen und solche Geschichten. Ich sage es mal selber, dass dieser Schwierigkeitsgrad liegt über meinem jetzigen Spielniveau. Aber ich denke, in so einem Let's Play, das ist kein Ort irgendwie für die Komfortzone. Da ist es, glaube ich, besonders unterhaltsam, wenn man zusätzlich gefordert wird. Und auch wenn man verliert, ich hoffe, das könnt ihr ertragen. Man lernt daraus und bekommt neue Ideen, vielleicht für einen neuen Anlauf und vielleicht auch neue Motivation. Also, ich bin gespannt. So, jetzt gibt es noch ein paar weitere erweiterte Einstellungen zu treffen. Das hier unten sind die Mod-Counter, das ist soweit in Ordnung. Wir schauen uns das mal an. Im Prinzip lasse ich im Wesentlichen alles an. Teilweise sind das auch nur Ansichtssachen. Aber eine Geschichte, die ist noch relevant. Die ist, glaube ich, standardmäßig ausgeschaltet. Und zwar gibt es normalerweise Produktionslimits. Das heißt, man hat nur eine feste Zahl von Cores, die man bauen kann. Eine feste Zahl von U-Booten und darüber hinaus darf man sie nicht bauen. Das ist so ein Softcap, das heißt, es gibt dieses Limit, aber eine Produktion darüber hinaus erhöht die Produktionskosten. Das finde ich soweit in Ordnung. Was ich nicht deaktivieren werde, ist das Spielendedatum. Ich finde einfach auch, das hat einen Reiz zu sagen, im November 1918 ist finale Feierabend, dann zählt es, dann kommt vielleicht die Revolution. Das hat ja auch durchaus einen realistischen Hintergrund. Dieser Krieg ist nicht ewig in dieser Form zu führen. Okay. Und damit starten wir. Und das ist, glaube ich, ein Ladebildschirm, der durch die Mod kommt, der uns hier dann gleich nochmal die unterschiedlichen Uniformen darstellt und vorstellt. Und jetzt kommen wir in die Aufstellungsphase der Mittelmächte. Also unsere Aufstellungsphase. Und jetzt gibt es die wichtigste Entscheidung zu treffen, so muss man sagen, nämlich wo wir uns den Schwerpunkt unserer ersten Offensive legen. Also, der Großteil unserer Armee ist mittlerweile mobilisiert, jedoch müssen einige Einheiten noch aufgestellt werden. Mögliche Optionen dafür sind unter anderem, sie so aufzustellen, dass sie energisch im Westen zuschlagen können oder mit ihnen ihre Truppen im Osten stärken oder sie im Süden aufstellen und sie an der Eroberung von Serbien teilnehmen lassen. Ja, das hier steht auch zurecht, das ist vermutlich die wichtigste Entscheidung, die wir im anstehenden Konflikt treffen werden. Darüber habe ich relativ ausführlich in dem ersten Video gesprochen. Ich habe mich dafür entschieden, tatsächlich den historischen Weg erstmal zu gehen, also den Schliefenplan versuchen umzusetzen, das heißt das neutrale Belgien anzugreifen. Und dementsprechend konzentrieren wir auch unsere Truppen hier im Westen und werden dadurch sehr, sehr Probleme bekommen im Osten, wie es teilweise historisch schon auch war. Das finde ich für den Anfang jetzt irgendwie mal die interessanteste Ausgangskonstellation. Wenn das scheitert, und das ist durchaus möglich, gerade bei dem Schwierigkeitsgrad, dann will ich nicht ausschließen, dass es nochmal einen zweiten Run geben wird mit dem anderen Weg. So, und dementsprechend, das sind die Einheiten, die wir jetzt selber bestimmen können. Ihr seht es, was haben wir hier? Von Bülow als Befehlshaber, eine Artillerie, ein Kavalleriekorps, und 2 Corps, die relativ erfahren sind. Die werde ich jetzt automatisch aufstellen lassen. Die werden dann hier entsprechend historisch in etwa in die Position gebracht. Da haben wir das. Genau, die Artillerie dort im Westen. Die wird dann am Flandernfeldzug teilnehmen. So, jetzt geht es gleich weiter. Okay, unsere wichtigsten Ziele. Mit einem erfolgreichen Vorstoß nach Serbien sowie mit der Eroberung von Belgrad und Niš können wir dafür sorgen, dass Bulgarien auf unserer Seite in den Krieg eintritt. Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Aber wir müssen auch unsere Ostgrenze sichern, denn die russischen Vorstöße könnten Rumänien dazu bringen, gegen uns in den Krieg zu ziehen. Da Rumänien auch eine wichtige Nahrungsmittelquelle für uns ist, könnte ein Krieg gegen das Land für Hunger und Moraleinbußen in der Heimat sorgen. Aus diesem Grund müssen wir in Serbien einmarschieren und gleichzeitig unsere Ostgrenze so gut wie möglich sichern. Und das ist leichter gesagt als getan. Hier seht ihr immer, auf welches Land sich gerade diese Nachricht bezieht. Hier entsprechend auf Österreich-Ungarn. Da haben wir es eben mit Serbien zu tun und mit der russischen Front. Dann geht es jetzt um das Kaiserreich.
verzögernder Konflikt mit dem Vereinigten Königreich, eine Verletzung der Neutralität von Belgien, Dänemark oder den Niederlanden würde automatisch die Briten in den Krieg ziehen. Das Entsenden von Seeeinheiten, auch von U-Booten, in die Nähe der britischen Küste, in die Nordsee oder in den Atlantik würde sie ebenfalls provozieren. Daher sollten sie Vorsicht walten lassen, wenn sie sich einen möglichst späten Kriegseintritt der Briten wünschen. Denn ohne Provokation ist davon auszugehen, dass sie im ersten Monat des Konflikts neutral bleiben werden. Also die Briten werden mit Sicherheit in den Krieg eintreten, aber erst im Laufe des Septembers. Ich habe mich jetzt für den historischen Weg entschieden, das heißt, wir werden die Neutralität von Belgien nicht achten. Die Neutralität von den Niederlanden werden wir auf jeden Fall achten, weil die uns noch Handel ermöglichen, Einkommen ermöglichen. Und auch Dänemark werden wir nicht angreifen, weil ansonsten die Vereinigten Staaten auch sehr sauer werden und wir die nochmal zusätzlich provozieren. U-Boote werden wir vermutlich entsenden, aber naja, dazu kommen wir später. Wie wir das machen, da ist so ein bisschen ein paar Hintergedanken sind dahinter. Okay, die Bedeutung der Niederlande, das kommt jetzt nochmal. Die Kriegswirtschaft des Deutschen Reiches ist auf Güterimporte aus den neutralen Niederlanden angewiesen. Von daher müssen wir dafür sorgen, dass die Niederländer uns wohlgesonnen bleiben und dabei, wenn nötig, auch Diplomatie einsetzen. Denn nur aufgrund ihrer Neutralität können die Niederlande Güter importieren, auf die wir sonst verzichten müssten. Wenn die Niederlande, egal auf welcher Seite, in den Krieg eintreten oder in Richtung der Entente tendieren, würden wir den Zugriff auf diese wichtigen Güter verlieren und es mit einer ernsten Lebensmittelknappheit für unser Volk zu tun bekommen. Das ist jetzt der Punkt. Also, die Niederlande müssen neutral bleiben, aber uns gewogen sein. Sie dürfen nicht zu den Alliierten hin tendieren und sie dürfen nicht in den Krieg eintreten, also auch nicht auf unserer Seite in den Krieg eintreten. Darauf müssen wir achten. Und damit wird es ernst am 1. August 1914. In dieser ersten Runde haben wir allerdings noch keine Produktionspunkte verfügbar. Ihr seht das hier, 0 MPP. Und das bedeutet, dass wir auch noch keine neuen Einheiten in Auftrag geben können, keine Diplomatie und keine Forschung betreiben können, denn das läuft alles über die Produktionspunkte. Wir können uns also voll und ganz auf unsere ersten Angriffsbefehle, unsere ersten Bewegungen konzentrieren und verschaffen uns erstmal einen Überblick über die verschiedenen Fronten, die wir haben. Wir haben natürlich hier die Westfront, ganz klar. Dann die Ostfront, die sich allerdings so ein bisschen in zwei Teile spaltet. Einmal der deutsche Abschnitt Ostpreußen hier vor allem. Dann Galizien, der von Österreich-Ungarn übernommen wird. Und dann hier die serbische Front. Und weil das ein relativ überschaubarer Kampfschauplatz ist, starten wir vielleicht gleich mal hier. Und ich möchte gerade am Anfang des Let's Plays relativ ausführlich so ein paar Regeln und Spielprinzipien erklären, damit auch die Zuschauer, die das Spiel nicht kennen, ihre Freude daran haben, mitdenken können, mitüberlegen können und wissen, was hier eigentlich passiert, warum ich bestimmte Dinge mache. Und da ist das Allerwichtigste zu verstehen, wie das ja mit den Einheiten funktioniert und mit den Kampfwerten, was dort alles zusammenkommt. Beginnen wir mal mit diesen Countern, die ihr hier seht. Und das ist relativ schön durch diese Grafikmod, die ich nutze. Auch für euch, denke ich, sehr einfach zu ersehen, was Infanterie ist. Wir haben hier Infanterie, hier haben wir Kavallerie, das ist alles erkennbar, Artillerie. Hier haben wir verschiedene Flugzeugstaffeln und Schiffe. So. Entscheidend ist, das ist sozusagen eine erste Sache, die einem nicht sofort auffällt, dieser und dieser Counter unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt. Denn hier seht ihr über diesem NATO-Symbol drei kleine Punkte, hier nur ein Punkt. Mit drei Punkten, das sind die normalen Cores. Das Spiel, also zumindest in dieser Kampagne, funktioniert auf Core-Ebene, also nicht auf Divisionsebene. Ein Core besteht aus verschiedenen Divisionen. Für mich ist dann sozusagen das hier eine Armee aus verschiedenen Cores. Jenseits dieser Cores, das ist sozusagen die Hauptstreitkraft, gibt es Abteilungen und das sind die mit einem Punkt. Und diese Abteilungen dienen vor allem dazu, dass sie die Verteidigung in vielleicht nicht hart umkämpften Frontabschnitten sichern, dass sie Kontrollzonen etablieren und so weiter. Gerade wenn dort eine Festung ist oder eine Verschanzung da ist, dann können die Abteilungen auch einiges erreichen. Das können wir uns gleich mal an den Einheitenwerten anschauen. Wir sehen hier, ein Korps hat Angriffswert von 5 und 4. Zumindest beim Deutschen Reich. Warte mal, hier sind, ist das aber genauso. Ich gucke mal, ob die Osmanen. Ja, also das sind sozusagen identische Werte. Also Angriffswert von 5 und 4 bei Weich und Hart. Weich und Hart
bezeichnet Einheiten, Typen. Jede Einheit ist entweder weich, hart, Artillerie und so weiter. Das sind verschiedene Einheitentypen, die es gibt. Wichtig ist, ein Korps ist anders als, also Infanterie, ein Infanteriekorps ist anders als bei, zum Beispiel bei Panzergeneral ein harter Zieltyp, während eben so eine kleinere Abteilung ein weicher Zieltyp ist. So ein Korps hat Angriff 5-4 auf weich, hart, eine Abteilung nur 3-2, aber eine Abteilung ist recht gut in der Verteidigung mit 3-3. Korps hat hier 4-3. Insofern gegen hart verteidigt ein Korps genauso gut wie eine Abteilung. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Und wir müssen uns angucken, die Produktionskosten einer Abteilung sind deutlich geringer. 75, ein Korps 225. Insofern haben Abteilungen auch ihren Wert. Nämlich genau da in der Verteidigung. Also das ist eine erste Feinheit. Der Kampfwert selbst wird aber natürlich auch durch die Stärke der jeweiligen Einheit bestimmt. Und das ist hier diese weiße große Zahl. Die Standardstärke ist 10. Manche Einheiten haben auch mehr. Ich glaube, es geht bis 12 oder 13. Hängt von der Erfahrung ab und ob man dort Eliteverstärkung gemacht hat. Hier sehen wir zum Beispiel, das 20. Korps des Deutschen Reiches hat eine Stärke von 11, weil sie offenbar schon erfahren ist und eben diese Eliteverstärkung bekommen hat. Und diese Abteilung wiederum hat nur eine Stärke von 5. Ich glaube, wir können sie aber auch aufstocken, weil maximal ist schon Stärke 10 möglich. Also die Stärke ist natürlich ebenfalls entscheidend. Aber das ist noch nicht alles. Es kommen noch andere Werte hinzu und da müssen wir uns jetzt mal dieses hier anschauen. Und zwar ganz wichtig sind vor allem Bereitschaft und Moral. Wobei Bereitschaft fast noch wichtiger ist, weil in diesen Wert Bereitschaft fließen verschiedene andere Komponenten mit ein. Nämlich vor allem die Moral, aber auch der Fähigkeitswert des Hauptquartiers spielt dort eine große Rolle. Und ein paar aktuelle Ereignisse. Ich glaube, wenn eine Einheit angegriffen wird und im Gefecht war, dann sinkt auch erstmal wieder die Bereitschaft und so weiter. Solche Geschichten. Also eine Bereitschaft ist die Mischung aus verschiedenen Werten. Eine Rolle spielt auch ganz wichtig die Versorgung des Hexfeldes, die wiederum in die Moral dann mit auch mit einflusst. Also es beeinflusst sich alles ein bisschen gegenseitig. Die genauen Formeln sind da nicht so entscheidend. Aber wichtig ist zu verstehen, dass eine Einheit, die jetzt zum Beispiel Bereitschaft 60% hat, von dieser, sagen wir mal, Angriffsstärke von 5, die sie eigentlich hat gegen ein weiches Ziel, nur 60% abrufen kann. Insofern seht ihr, die Bereitschaft ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und wie schon gesagt, ein wesentlicher Faktor dieser Bereitschaft kommt durch das Hauptquartier. Hauptquartiere sind gesonderte Einheiten, die können selbst nicht angreifen, sind auch sehr verwundbar und haben verschiedene Funktionen. Unter anderem geben sie Nachschub ab. Also wir gucken uns mal kurz den Nachschub an. Nachschub kommt von Nachschubzentren, von Städten meist, je größer, umso mehr, wird verteilt vor allem über die Eisenbahnlinien und nimmt dann ab, je nach Gelände auch, also in schwerem Gelände ist eben der Nachschub nicht ganz so großartig, ihr seht das hier. Und das ist schon wichtig auf die Kampffähigkeit der Einheit, die auf diesem Hexfeld steht. Je höher der Nachschub, umso besser, kann man da mal allgemein sagen. Vor allem die Moral wird direkt durch den Nachschub beeinflusst. Wir sehen das hier. Hier gibt es Versorgung, also Versorgung heißt es offiziell 7, Moral 70%. Hier Versorgung 8, Moral 80%. Und die Moral wiederum fließt in die Kampfbereitschaft mit ein. Und ein Hauptquartier kann selbst als Versorgungszentrum agieren, muss allerdings natürlich an die allgemeine Versorgung angeschlossen werden, kann also eine Versorgung weiterleiten. Das ist sozusagen eine Funktion des Hauptquartiers. Die nächste Funktion ist, das hatte ich schon erwähnt, dass jedes Hauptquartier einen Befehlshaberwert hat. Ihr seht hier, also Potiorek ist das, hier der General, der hat den Befehlshaberwert von 3 und dieser Wert steigert die Kampfbereitschaft einer Einheit direkt. Und das ist wirklich nicht irrelevant und insofern sind Hauptquartiere extrem wichtige, wertvolle Einheiten, weil sie mehrere Einheiten in ihrem Einflussgebiet gleich verbessern. Allerdings ist eben ihr Einflussgebiet begrenzt. Eine Standard-Hauptquartier bei Technologiestufe 0 kann nur 5 Einheiten quasi kontrollieren. Und zwar auch in einem begrenzten Radius.
Das steigert sich mit Technologiesteigerung, aber erstmal das Grundprinzip ist wichtig. Und innerhalb dieses Radius, ihr seht es hier, welche Einheiten verbunden sind, bringt dann dieser Befehlshaberwert einen Bonus auf die Kampfbereitschaft. Befehlshaberwert 3 ist ziemlich schlecht. Wenn wir uns mal hier an der Westfront die deutschen Generäle anschauen, dann haben wir zum Beispiel von Kluck mit einem Befehlshaberwert von 7. Was haben wir noch? Wir haben Herzog Albrecht, Befehlshaberwert von 5, von Bülow auch von 5, Kronprinz Wilhelm von 6 und Prinz Ruprecht von 7. Das heißt, ja, also bei den Deutschen ist ein Wert von 5 schon eher schlecht. 6 oder 7 teilweise sind die besseren und besten Generäle. So, genau, also Befehlshaberwert verbessert die Kampfbereitschaft. Dann können Hauptquartiere ebenfalls Erfahrung sammeln, wenn die angeschlossenen Einheiten erfolgreich kämpfen. Und diese Erfahrung, die sie haben, geben sie wiederum weiter als zusätzlichen Bonus in der Kampfmoral. Spielt jetzt noch keine Rolle, kann später eine größere Rolle spielen. Insofern müssen wir hier mal gucken, was wir jetzt hier machen mit dem Hauptquartier. Denn wir wollen hier jetzt Belgrad angreifen. Wir sehen, dass diese beiden Einheiten nicht im Bereich des Hauptquartiers sind, aber stattdessen hier das 16. Korps in Dubrovnik. Damit wollen wir aber jetzt gar nicht agieren, deswegen werde ich die mal hier hinbringen. Und jetzt ist es so, standardmäßig wird, und das wird es auch gut gemacht, am Anfang jeder Runde die Zuordnung zu den Hauptquartieren automatisch neu verteilt. Und da ist auch eine gute Formel, die dahinter steht. Aber manchmal muss man selber eingreifen und deswegen werde ich hier mal den Modus auf halbautomatisch stellen. Dann seht ihr, dann kann ich jetzt diese beiden hier in diesem Hauptquartier unterstellen. Und weil diese beiden angreifen werden, ist das auch sinnvoll. Und wir machen das mal und unterstellen diese. Die können wir nicht unterstellen, weil er jetzt alle seine 5 Einheiten hat. Das heißt, wir müssen die erstmal freistellen. Das würde im nächsten Zug automatisch passieren, aber jetzt wollen wir es manuell machen und bringen die jetzt noch mit rein. Und ihr seht es, die ursprüngliche Kampfbereitschaft, ich glaube hier von 60% ist auf 68% gestiegen. Und hier waren es, glaube ich, 65 auf 73%. 8% hat das gemacht, dass dieser Befehlshaber da ist. Und das ist schon kein unwesentlicher Faktor. Okay, dann überlegen wir mal, wie wir jetzt hier den Angriff gestalten auf Belgrad. Wir sehen, dass dort eine Abteilung verteidigt. Jetzt kommen natürlich noch verschiedene Kampffaktoren hinzu. Unter anderem die Verschanzung oder Deckung. Wir sehen hier, dass diese Einheit voll verschanzt ist. Bodendeckung 3, das macht das relativ schwer. Das heißt, sie wird relativ wenig Schaden nehmen. Außerdem gibt es natürlich noch Verteidigungs- oder Geländeeffekte. Wir sehen hier die Donau, die jetzt hier natürlich Schutz bietet. Und die Stadt selbst bietet meines Wissens auch noch einen Verteidigungsbonus. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, ob eine angreifende Einheit sich vor dem Angriff bewegt oder nicht. Denn wenn sie sich nicht bewegt, bekommt sie einen Vorbereitungsbonus und der ist erheblich. Das heißt, nachher, wenn wir so im Stellungskrieg sind und schwer verteidigte Linien angreifen müssen, dann müssen wir diese Angriffe gut vorbereiten und dürfen die Truppen nicht vorher bewegen. Hier allerdings sind wir noch im Bewegungskrieg. Das heißt, hier sollten wir, ja, wenn es dringend ist, jetzt einfach diese Zeit nutzen und auch dort Verluste in Kauf nehmen. Wir sehen hier das dritte Korps. Wenn ich jetzt hier rübergehe, sehe ich, dass wir einen plus 30% Bonus bekommen eben für diese Vorbereitung. Wir bekommen minus 35%, also ich gucke hier hinten auf dieses Feld, minus 35% für die Flussüberschreitung. Wir haben Soft Attack von 5 und der Gegner hat einen Hard Defense von 3, bekommt aber noch plus 2 Defense Bonus. Und die Prognose des Ganzen ist 2:1. Das heißt, Prognose, also 2 Verluste auf unserer Seite, 1 auf ihrer Seite. Vor allem die Flussüberschreitung ist natürlich hier ein Problem. So, wir könnten jetzt mit diesem Korps den Fluss, die Donau, aber hier überschreiten und dann von der Landseite aus angreifen. Das wäre deutlich besser. Das Problem ist, dass hier Felder noch im Fog of War liegen. Und wenn jetzt hier Einheiten sind, dann würde es zu einem Gefecht kommen, was
für uns mit großem Mali verbunden ist. Das wäre sehr, sehr von Nachteil. Insofern ist Aufklärung wichtig. Das Problem ist, dass wir hier keine Kavallerie unten haben, die aufklären kann. Deswegen müssen wir das anders machen. Wir machen mal folgendermaßen. Wir ziehen diese Einheit hier hin und erkennen jetzt, dass hier noch ein Chor ist, können aber jetzt sicher hier zumindest hinziehen, werden also nicht angegriffen. Die Einheit klärt das weitere Gebiet hier hinten auf. Wir sehen, dass in Kragujevac ein weiteres serbisches Korps steht. Jetzt können wir einigermaßen sicher kalkulieren, dass hier möglicherweise nichts steht, hier hineinziehen und sind jetzt in einer Situation, wo wir Belgrad von der Landseite aus direkt angreifen können. Aber jetzt gibt es ein Problem, weil 2-0 ist immer noch schlechter als 2-1. Warum ist das schlechter? Wegen dieses Bereitschaftsbonus. Plus 30%. Der wirkt einfach hier stärker. Insofern würde ich sagen, wir greifen doch dann zuerst hier an, schwächen damit den Gegner und haben jetzt richtig, richtig Pech gehabt. Die Prognose war 2-1, aber es ist so, dass plus minus 1 auf jeder Seite abweichen kann. Und das ist genau jetzt passiert. Das heißt, wir haben beim Gegner keinen Schaden gemacht. Was wir allerdings geschafft haben, wir haben die Bodendeckung reduziert und seine Bereitschaft und Moral etwas geschwächt. Das heißt, die nächsten Angriffe sollten hoffentlich etwas erfolgreicher sein. Und jetzt, drückt die Daumen, müssten wenigstens mal einen Schaden machen, wenn wir von der Seite aus angreifen. Und wieder nicht. Also Leute, das habe ich allerdings auch in der Form noch nicht so erlebt. Der Angriff auf Serbien beginnt hier schon mal richtig katastrophal. Es hilft nichts. Wir müssen weiter da reinziehen. Weiter unser Glück versuchen. Ein Schaden gemacht. Ein Schaden bei uns. Und dann greifen wir hier nochmal an. Jetzt haben wir die zwei Schaden gemacht und kriegen aber auch zwei Schaden. So, das Problem ist, dass wir Belgrad jetzt nicht erobert haben. Und das ist wirklich puh. Also ich sag mal, diese Angriffssituation habe ich schon ganz oft durchgespielt. Aber dass man so ein Pech hat, hatte ich in der Form auch nicht. Also der Auftakt hier unserer Serbien-Offensive ist wirklich nicht gut gelungen. Wir haben hier noch ein Korps in Sarajevo. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier die Stadt nicht freiziehen. Die ist schwierig zurückzuerobern. Ich werde aber mal in die Richtung ziehen und hier zumindest nochmal einen Angriff machen. Auch dort kein Treffer. Immerhin haben wir nicht so viele eigene Verluste. Das Problem ist, dass der Gegner natürlich jetzt hier seine Abteilung auch verstärken kann. Ja, also, das ist wirklich übel gelaufen. Übel gelaufen hier. In Dubrovnik werden wir, glaube ich, erst einmal nichts tun. Wir werden hier stehen bleiben. Ich glaube nicht, dass die Einheiten aus Montenegro, die mit Serbien verbündet sind, jetzt hier uns angreifen, aber wir werden ihre Hauptstadt mit diesem einen Korps nicht erobern können. Das hilft nichts. Gut, so viel zu der serbischen Offensive, die historisch völlig korrekt total in die Hose gegangen ist. Mal gucken, was die nächsten Wochen bringen. Ich werde jetzt, glaube ich, schon Folgendes machen. Ich werde hier als Verstärkung diesen Aufklärungsbomber mit hier runterziehen. Der wird uns zumindest bei der Aufklärung helfen. Und ich werde auch diese Abteilung als Verstärkung mit hier an die Serbienfront ziehen. Gut, dann widmen wir uns mal der Ostfront. Und zwar zuerst dem deutschen Abschnitt. Hier ist die Frage, ob wir uns wie historisch auf diese Linie, auf die Weichsel-Linie zurückziehen. Die ist ziemlich gut zu verteidigen. Wir haben hier komplett eine Festungslinie. Also das sollten wir im Notfall eigentlich auf jeden Fall halten können. Großartig. Also das ist wirklich eine fantastische Festungslinie. Hier kann man, man hat den Flussbonus und dann noch die Verschanzung durch die Festung. Hier eine Festung, da eine Festung, hier eine Stadt, die auch noch eine Verschanzung hat. Also das ist wirklich gut, aber ich denke mal, das ist erstmal eine Notfallposition. Wir versuchen hier ein bisschen offensiver zu verteidigen. Ich hatte gesagt, wir sind deutlich in der Unterzahl. Das ist jetzt so ein Wissen, dass man jetzt, wir haben es ja auch durch die Vorinformationen mitgeteilt bekommen. Wenn wir jetzt in die Offensive gehen, würden wir große Probleme bekommen. Deswegen werde ich versuchen, mich hier auf sichere Positionen erstmal zurückzuziehen. Wir haben hier vier Korps. Und hier haben wir noch ein Korps, der Rest sind Abteilungen, die wirklich nur in der Verteidigung zu verwenden sind. Hier erscheint mir die Verteidigung ein bisschen schwach, vor allem Katowice ist extrem wichtig für uns. Katowice bringt hier 30 Produktionspunkte und das ist verdammt viel. Katowice sollten wir also versuchen zu sichern und zu halten. Und ich würde, glaube ich, das Landwehrkorps vor allem dafür einsetzen. Und dann brauchen wir eigentlich in diesem Bereich noch was. Das heißt, ich glaube, ich ziehe eines dieser vier Korps hier mit runter, um diese Linie auch noch ein bisschen besser zu sichern, als sie schon gesichert ist.
Man könnte natürlich argumentieren, okay, wenn der Gegner jetzt hier vorstößt in Richtung Posen, Breslau, entblößt er sich ziemlich. Vielleicht ist es übertrieben, hier noch ein Korps hinzuziehen. Die werden die Verteidigung auch erstmal halten können. Ich bin ein bisschen unsicher. Positionieren wir uns hier oben erstmal. Auf jeden Fall die Abteilung, die ist hier oben völlig exponiert. Die bringen wir zurück auf diese Festung. Dann haben wir diese beiden, die hier sehr schön, finde ich, hinter dem Pregelfluss stehen. Ich würde sagen, hier versuchen wir erstmal die Stellung zu halten, indem wir uns verschanzen. Da drehen wir mal in diese Richtung. Das sind jetzt Schützengräben, die ausgehoben werden. Und die Richtung des Ganzen, das ist extrem wichtig, weil nur aus der Richtung haben wir dann auch diesen Vorteil der Verschanzung. Gut, dann machen wir das hier auch. Verschanzen wir uns hier ebenfalls und drehen das, lassen das so. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch auf diese Festung hier in der masurischen Seenplatte und zwar mit unserem starken 20. Korps. Oder vielleicht ist das besser irgendwie für vielleicht die eine oder andere Offensivaktion zu bewahren. Dann könnten wir das auch mit dem ersten Korps machen. Ich glaube, das ist besser. Diese Entscheidung ziehen wir hier hin. Okay, wir sehen hier hinten eine kleine Garnison in Bialystok. Die wird uns nicht angreifen, aber glaubt mir, da sind genug russische Korps, die uns richtig Ärger machen können. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was wir mit denen machen. Hier können wir natürlich nicht einfach wild hier hinziehen. Wir müssen auf den Fog of War achten. Ich würde sagen, wir ziehen erst einmal hier hin, also mit der Einheit könnte ich mir vorstellen, dass wir ein bisschen in die Offensive auch kommen können. Wobei alleine genügt das natürlich auch nicht, aber naja, müssen wir mal sehen. Das Flugzeug ziehen wir mal nach. Das kann uns nochmal helfen in der Aufklärung und mehr gibt es meines Erachtens hier erstmal nicht zu tun. Hier müssen wir wirklich abwarten, wie der Gegner steht und wie wir dann reagieren können. Das ist nicht unser Hauptoffensivfeld. Wir haben ja gesagt, wir wollen den Schliefenplan durchziehen. Das heißt, hier wird unsere Hauptoffensive stattfinden. Hier müssen wir einfach nur so klug und effektiv wie möglich sichern und Zeit gewinnen. Viel problematischer wird das Ganze noch hier an dieser Front, denn ja, die Österreicher sind hier noch deutlicher in Unterzahl. So, um Katowice kümmert sich das Landwehrkorps, hatte ich gesagt. Das heißt, wir müssen mit denen dann auch noch hier hinziehen. Okay, da sind sie jetzt noch nicht, aber ich glaube, es ist ungefährdet. Die Kavallerie dient vor allem der Aufklärung, denn sie hat eine größere Sichtweite und sie dient dazu, ja, dort, wo offene Frontabschnitte sind, vorzustoßen, in den Rückraum des Feindes zu kommen oder möglicherweise angeschlagene Feinde dann auch noch zu vernichten. Insofern sollte man Kavallerie niemals ganz vorne haben. In der Verteidigung sind sie natürlich besonders schlecht. Wir werden sie aber mal hier einmal zur Erkundung aussenden. Wir sehen jetzt hier, da ist noch nichts los. Schicken wir sie noch wieder ein Feld zurück. So, wir müssen hier dringend Krakau, Przemyśl und Lemberg halten. Und jetzt ist die Frage, wie wir uns da verteilen. Ich denke, dass das 5. Korps Krakau besetzen wird. Dann finde ich, ist diese Stellung hier an der Mündung von Sahn und Weichsel ganz gut zum Verteidigen. Aus drei Richtungen sind wir geschützt durch diesen Fluss. Deswegen werde ich das 1. Korps hier hinbringen und auch eine Verschanzung einrichten. Und zwar genau so, genau aus Richtung der potenziellen Angriffe. Das 10. Korps bringe ich mal nach Przemyśl. Das wird die Verteidigung von Przemyśl übernehmen. Dann haben wir das 9. österreichische Korps, die ziehen nach Lemberg. Lemberg selbst hat keine Verteidigungsanlagen. Dafür müssen wir noch sorgen. Drehen wir das mal in die Richtung. Ja, und jetzt ist die große Frage, was machen wir mit den galizischen Ölfeldern? Das ist schon ein sehr wichtiges Gebiet, bringt 20 Militärpunkte, also Produktionspunkte und ist ein nationales Moralziel. Und das ist ein Konzept, was ich noch nicht erläutert habe. Es gibt sozusagen, jedes Land hat eine nationale Moral. Das sieht man, wenn man hier mit Tooltip rüber geht und dann, nee, oder wo sieht man es am besten? Ich guck mal kurz. Hier sieht man es, ja, da unten. Also ihr müsst mal hier drauf achten, auf diesen Wert. Aber eigentlich müsste man es auch über, ah ja, alles klar, hier sieht man es. Über die Kleinen muss ich rübergehen. Ihr seht, nationale Moral liegt hier bei 50.000, bei 100% oder bei 50,00. Hier liegt sie bei 31,8, aber auch bei 99% und hier bei 100%. Also wenn sie auf 0% angekommen ist, dann kapituliert das Land und es gibt auch Mali,
Also es gibt bestimmte Stufen der nationalen Moral, dann sinkt die Moral der Einheiten, die Kampfmoral. Und je mehr man solche Nationalmoralziele einnimmt, ja, umso höher ist der eigene Bonus und der Gegner verliert dort was an der nationalen Moral. Also das ist ein relevanter Faktor, den man ins Auge behalten muss. Insofern sind die galizischen Ölfelder wichtig, aber ich bezweifle, dass wir die halten können. Aber dennoch sollte man wichtige Felder nicht irgendwie unverteidigt aufgeben. Wir ziehen also mit dem 11. Korps dorthin. Wir sehen hier. Oh, verdammt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das war doof. Ich wollte eigentlich hier abbrechen und Gott sei Dank kann ich zurückmachen. Und wir verschanzen uns hier ebenfalls und zwar genau so und hoffen, dass wir dort ein bisschen was aufhalten können. Und jetzt ist die Frage, was machen wir noch mit dem 22. Korps? Man könnte es in Tschernowitz stationieren. Hier hinterm Fluss ist aber das Problem. Ja, vielleicht ist hier der bessere Punkt. Das Problem ist, wenn der Gegner hier kommt, kann er Tschernowitz erobern, was jetzt nicht so ganz so dramatisch ist, weil das kein nationales Moralziel ist, aber immerhin Nachschub bringt und so weiter. Also, warte mal, es hat aber auch einen nationalen Moralwert, das muss man natürlich dazu sagen. 12, nur diese Ziele, die sind irgendwie von besonderer Bedeutung noch. Insofern ziehen wir mal hier hin und werden hier auch nochmal eine Verschanzung einrichten. So. Okay, dann haben wir noch eine Kavallerie. Die können wir nochmal hier hin. Warte mal, ist das Fok auf 4? Müssen wir aufpassen. Die schicken wir einmal hier hin, um noch ein bisschen mehr zu sehen. Hier hin ist nicht mehr, dann schicken wir sie wieder zurück. Okay. Ja, und das war's, was wir an der Ostfront eigentlich tun können. Die Reserven haben wir schon in Richtung Serbien gezogen. Und das heißt auch, dass wir das nächste Mal uns jetzt um die Westfront kümmern. Keine Angst, das ist jetzt alles am Anfang ein bisschen lang und ausführlich. Je weiter wir vorankommen, umso weniger muss ich erklären, umso schneller werden dann auch die Züge gehen. Also wie gesagt, ich mache es am Anfang etwas ausführlicher, damit für euch sozusagen erstmal die grundsätzlichen Überlegungen klar werden, die hinter bestimmten Zügen so stehen. Gut, dann freue ich mich schon auf die nächste Folge, denn dort geht es jetzt endlich an den Schliefenplan und wir werden über unsere Flottenstrategie ein bisschen nachdenken. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.